Guten Morgen, guten Tag. Heute ist Mitte Juli, Freitag, 17. glaube ich. Ja, bin ich beim Ernten von Honig, Schleudern. Wollte ein kleines Video machen. So sieht das aus, wenn man Bienenflucht einsetzt, um Honig zu ernten. Die Bienen sind hier unten und da sehen Sie, das habe ich vorher schon abgemacht. Und so sieht es aus, wenn die praktisch nach unten gegangen sind. So sieht das aus. Jetzt hebe ich mal hier eins ab. Der letzte, ganz vorsichtig. So sieht das aus. So sitzen die und wollen hoch, aber kommen nicht weiter. Der eine oder andere kommt doch hoch. Jetzt lege ich das hier einfach ab. Lasse sie ein bisschen sitzen. Dort sind auch schon welche abgeflogen. Mache hier alles zu und dann tue ich die abschütteln. Dann fliegen die zurück in die Beute. Das rentiert sich, wenn man selber alles macht und das alles selber in der Tat umsetzt. So sieht der Anhänger jetzt aus. Hier habe ich einen Ableger von Sommer, wo ich gemacht habe. Der hat so Kalkbrot irgendwie. Weiß nicht, ob das an der Königin liegt. Hier haben wir auch einen Ableger. Den habe ich jetzt letzte Woche aus jeder Beute, die ich hier habe, habe ich hier umgestellt mit Brut, habe den verstärkt und das gibt dann einen schönen Ableger, der in den Winter geht. Hier haben wir letztes Mal Drohnenbrut gehabt auf großer Rähmchen und die habe ich jetzt vereint mit dem oberen Ableger. Unten sitzt die Königin und habe sie jetzt praktisch nach oben getrieben, dass die oben Ordnung macht, dass die alles umbaut und sich fürs Winter vorbereitet. Hier sind noch Raben mit Honig, wo ich später heute Abend abholen werde. Wenn ich das andere geschleudert habe, hole ich dann in Ruhe das hier ab. Mit einer Zange gucke ich dann durch und dann wird das auch geholt. Ich glaube, so 7-8 Rähmchen drin, unten und oben in den Zagen. So sieht das aus. Der Saison 2020 geht langsam zu Ende. Das ist der Beginn von dem Honigschleudern, von meinem Anhänger. Und dann habe ich noch einen Stand, wo 4 Beuten stehen und einen großen Bienenstand, wo meine alle Bienen stehen. Da wird es auch am Wochenende viel Arbeit geben. So sieht es aus. Ich wünsche alles Gute und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und wohlauf seid. Alles Gute. Tschüss.